Herzlich willkommen zu Bosetti will reden, der Jahresrückblick. Ich hasse Jahresrückblicke, vor allem auf Jahre wie dieses. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache keinen Jahresrückblick 2021. Ich mache einen Jahresrückblick 2022. Vielleicht wird er ja etwas weniger deprimierend. Ich schalte dafür kurz zu meinem Zukunfts-Ich aus dem Dezember 2022. Hallo Sarah. Hey. Sag mal, hast du Lust, einen Jahresrückblick für mich zu machen? Klar, warum nicht? Oh Gott, bin ich etwa nächstes Jahr immer noch in diesem Studio eingesperrt? Nein, das ZDF zahlt jetzt so viel, dass ich freiwillig hier bleibe. Wieso? Gab es noch eine Beitragserhöhung? Nee, die Leute finden den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt so wichtig für die Demokratie, dass alle, die können, freiwillig mehr zahlen. Ach komm, im Ernst? Auch Leute aus der AfD? Aus der was? Okay, 2022 wird also ein gutes Jahr. Ja, 2022 war ein gutes Jahr. Es reicht doch als Jahresrückblick, oder? Es ist doch kein Jahresrückblick. Du musst uns durch das Jahr führen, Leute interviewen. Hier, ich habe dir ein paar aufgeschrieben, die bestimmt auch nächstes Jahr noch wichtig sind. Ich weiß schon beim ersten gar nicht, wer das sein soll. Ey, wie vergesslich bist du denn? Das ist einer der wichtigsten, vielleicht sogar der wichtigste. Ja, ich gehe ja schon zu diesem Christoph Dorsten. Okay, herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2022. Ich tue noch alles, was mein Vergangenheits-Ich will. Ich habe wirklich kein besonders gutes Gedächtnis. Keine Ahnung, welche Probleme ihr 2021 hattet. Die Chancen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, schwinden mit jedem Tag. Die vierte Corona-Welle rollt an. Das Erstarken des Populismus, Sexismus am Arbeitsplatz, der Personalmangel im Pflegeberuf, rechte Netzwerke in der Polizei. Ja, ich will es gar nicht wissen. Ich kann schon so viel verraten. Die Probleme werden sich in diesem Jahr alle von selbst lösen. Aber eins nach dem anderen. Ich gehe jetzt erstmal zu diesem Typen. Ich weiß zwar nicht mehr, wer das ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, wo er inzwischen wohnt. Herr Dorsten. Drosten. Stimmt. Also, Christoph, ich soll ein Interview mit Ihnen führen, weil Sie wohl irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen für irgendwas wichtig waren. Waren Sie nicht mal bei der Bild? Nein, ich bin Virologe. Okay, aber wieso rede ich dann mit Ihnen? Wen interessiert das? Ja, niemanden mehr, seitdem meine Pandemie vorbei ist. Welche Pandemie? Schweinegrippe? Was? Ach nee, ich komme immer durcheinander. Corona meine ich natürlich. Was meinen Sie mit meine Pandemie? Naja, ich habe die Pandemie erfunden, das wissen ja inzwischen alle. Stimmt, jetzt weiß ich es wieder, weil Sie ein von Echsenmenschen gesteuerter Pharmalobbyist mit Weltherrschaftsfantasien sind. Nein, es ging nur um den Podcast. Ich wollte halt einfach mal einen erfolgreichen Podcast machen, aber jetzt will den ja keiner mehr hören seit März. Das war noch mal im März. Sie wissen ja, was da mit der Impfung passiert ist. Ab heute gilt in Deutschland ein allgemeines Impfverbot gegen das Coronavirus, nachdem Aufklärung, Anreize und sogar eine Impfpflicht nicht für eine ausreichend hohe Impfquote in der Bevölkerung gereicht haben, setzt die Bundesregierung nun auf eine in vielen Menschen nahezu unbegrenzt vorhandene Ressource, trotz. In Deutschland haben sich innerhalb von 2 Tagen alle Skeptiker und Skeptikerinnen impfen lassen. Führende Köpfe aus der sogenannten Querdenkenszene hatten intensiv zur Impfung aufgerufen. Man lasse sich doch nicht das Impfen verbieten, wird aus einschlägigen Kreisen zitiert. Die Corona-Pandemie gilt vom heutigen Tag an als offiziell beendet. Okay, das war ein bisschen traurig. Der hatte ja ohne Pandemie überhaupt keinen Lebenssinn. Mit wem soll ich noch reden? Ralf Rute. An den erinnere ich mich. Ich glaube, der ist witzig. Nein! Okay, seine Comics sind witzig. Herr Rute? Was wollen Sie? Ich wollte nur mal gucken, wie es Ihnen so geht. Wie soll es mir schon gehen? Gut, alles ist gut. Das ist doch schön. Schön. Soll ich jetzt die ganze Zeit zeichnen, wie schön alles ist oder was? Es gibt keinen Rechtsdruck mehr in der Gesellschaft. Es gibt keine Fake News. Es gibt keinen Hass im Internet. Wir haben sogar die Klimakrise überwunden. Aber das ist doch... Schön? Ja, wissen Sie, was schön nicht ist? Lustig. Ich habe überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mir jetzt einen richtigen Job suchen oder was? Und das alles nur, weil Nazis jetzt mit Ausländern kuscheln und weil Christian Lindner Lastenfahrrad fährt oder was? Könnt ihr mir doch nicht antun, dass die alle zur Besinnung kommen. Haben Sie Gesinnung gesagt? Besinnung. Zur Gesinnungsbesinnung?
Herr Rute, seit wann sind Sie in diesem Raum? Keine Ahnung, seit 3-4 Monaten, seit Juli halt. Der Trend des Trotzes trägt neue Früchte. Die Querdenkenbewegung hat nach nur 4 Monaten die Taktik hinter dem Impfverbot durchschaut und ist nach eigenen Angaben not amused. Zwar seien nun alle Maßnahmen aufgehoben und alle Grundrechte wieder in Kraft, doch die Regierung habe ihnen das Recht auf eine Diktatur geraubt, gegen die sie demonstrieren können. Die Bewegung kündigte einen Gegenschlag mit gleichen Mitteln an und gab bekannt, den, so im Wortlaut, Kampf gegen die linksgrün versiffte Gesinnungsdiktatur dadurch zu gewinnen, dass wir ihr das Feindbild rauben. Wir machen euch alle arbeitslos, ist der neue Leitspruch. Erreichen möchte die Bewegung dieses Ziel, indem sie unter anderem Rassismus und Sexismus abschafft. Sie hält ihre Mitglieder von nun an zu Weltoffenheit, Empathie sowie einem klimafreundlichen Lebenswandel an. Die AfD ist dem Beispiel gefolgt und hat sich in DFA umbenannt. Deutschland für alle. Die NPD, Russia Today, Hans-Georg Maaßen und der Springer-Konzern zeigten sich von der Idee beeindruckt und kündigten ähnliche Schritte an. Die Anzahl der Falschmeldungen sowie der Hasspostings im Internet ist seit der Wandlung der AfD und der Querdenkenbewegung vor 3 Wochen abrupt auf einen historischen Tiefstand gesunken. Die politische Debatte des Landes zeichnet sich neuerdings durch einen gemessenen Tonfall und konstruktiv vorgetragene Argumente aus und bewegt sich ausschließlich auf Sachebene. Es war eine Sauerei von der AfD. Und von den anderen auch. Damit haben sie uns echt gekriegt. Von einem Tag auf den anderen war das politische Kabarett am Ende. Und der Politikjournalismus. Und die Satire. Wir müssen auch Satire darüber machen, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Einige werden sich davon nie erholen. Hier, bei dem brauchen wir gar nicht reingehen. Der ist richtig am Ende. Herr Rute ist im Sonnenschein dagegen. Aber der ist ja nur Satiriker. Wisst ihr, wem es wirklich dreckig geht? Denen, die jetzt nicht mehr diskriminiert werden. Die wissen überhaupt nicht mehr, was sie tun sollen. Hier, Jasmina Kunke, Quattromilf, wisst ihr noch, die immer gegen Rassismus gekämpft hat? Es ist wirklich traurig. Fehlt er dir sehr? Er war alles, was ich hatte. Ach komm, der Rassismus war doch nie gut zu dir. Ja, eben. Gegen wen soll ich denn jetzt noch kämpfen? Rassismus, das war mein Geschäftsmodell. Ich kann doch nichts anderes. Auch wieder wahr. Wieso? Weil ich schwarz bin? Willst du mich rassistisch beleidigen? Nee, tut mir leid. Ich wollte dich einfach nur so beleidigen. Ich kann dir den Rassismus nicht zurückbringen. Wann ist das überhaupt passiert? Dass er mich verlassen hat? September. Eine aktuelle Umfrage unter People of Color hat ergeben, dass der Rassismus in Deutschland in den vergangenen Monaten so weit abgenommen hat, dass er als kaum noch existent wahrgenommen wird. Betroffene führen dies auf die 180-Grad-Wende rechtspopulistischer Instanzen im Juli zurück. Sogar die altbekannte Frage, ja, aber woher kommst du denn ursprünglich, ist seit Monaten nicht mehr gehört worden. Die Linken sind jetzt alle arbeitslos, weil es keine Rechten mehr gibt. Das war echt ein unfairer Schachzug. Einige versuchen ja zumindest noch, gegen ihre eigene Bedeutungslosigkeit anzukämpfen. Der hier zum Beispiel. Der sucht sich jetzt einfach neue Dinge, vor denen er warnen kann. Pflegekrise. Der vom Ende der Corona-Pandemie schwer gezeichnete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, auch weiterhin wöchentlich bei Markus Lanz aufzutreten, bis der Pflegenotstand beendet sei. Der Talkmaster Markus Lanz hat versprochen, umgehend 2/3 seines Privatvermögens für Pflegeberufe zu spenden, wenn Karl Lauterbach dafür nicht mehr in seine Sendung kommt. Der Pflegenotstand dürfte damit für mindestens 10 Jahre beendet sein. Es war ein bisschen traurig für Herrn Lauterbach, aber immerhin der Pflege geht's jetzt gut. Wow, Herr Lange. Ist das Ihr Wohnzimmer? Nee, das ist unser Pausenraum. Ihr Pausenraum? Sie sind doch Intensivpfleger. Wo sind alle anderen? Personalmangel, keiner da. Aber die Pflege hat doch jetzt genug Geld. Sollte man meinen, ja. Und das Geld wird in solche Räume gesteckt, anstatt in Personal. Okay, so richtig gut hat es mit dem Ende des Pflegenotstands wohl doch nicht geklappt. Vielleicht hätte man die Geldverteilung nicht in die Hände des Finanzministers geben sollen. Ich bin froh, dass ich nicht in der Pflege arbeite und dass ich überhaupt noch einen Job habe. Der linksgrün versifften Sprechpuppe Sarah Bosetti wird hiermit gekündigt. Da es keine messbare Benachteiligung von Frauen mehr gebe, müsse nun ein wenig auf die Männerquote geachtet werden, so das offizielle Statement des ZDF. Oh.
Okay. Okay. Hallo Sarah. Hey. Sag mal, hast du Lust, einen Jahresrückblick für mich zu machen? Nee, lass mal. Ich weiß schon, wie er ausgeht. Okay, dann halt nicht. Ihr wisst ja auch, wie er ausgeht und was ihr zu tun habt. Wenn ihr mich und alle anderen, deren erhobener Zeigefinger euch vielleicht nervt, arbeitslos machen wollt, einfach impfen lassen, Klimakrise überwinden, Rassismus und Sexismus abschaffen und schon seid ihr uns los. Ich möchte das als Handlungsanweisung verstanden wissen. Frohes neues Jahr.